Sie meinen, ein Autoblech ist dick oder Ihr Schraubstock im Keller ein schweres Handwerksgerät? Dann lassen Sie sich von unserer aktuellen Ausgabe mit News und Stories aus dem Handwerk überraschen. Denn hier geht es um wahrhaftes Heavy Metal und die schweren Jungs, die es in Form bringen. Ein Metallbauunternehmen und sein Alltag im XXL-Format. Friedewald im Westerwald. Am Ortsrand liegt seit 25 Jahren das Metallbauunternehmen Mudersbach, das einst aus dem Ortskern hierher umzog, weil man mehr Platz brauchte. Weil alles, was in die Halle reinkommt, groß und schwer ist, unter den Händen der Handwerker wächst und schließlich noch größer und schwerer wieder den Ort verlässt. Wir machen schweren Stahlbau und Apparatebau, in erster Linie Dickblechverarbeitung, Komponente für die Rohrleitungsindustrie, Anlagenbau, Chemieanlagenbau, Kraftwerksbau, dickwandige Rohrkomponente mit den entsprechenden Schweißzulassungen, Umformteile und so weiter. Also keine fertigen Behälter, eher Komponenten und dann als weiterer Stand bei den schweren Stahlbau. Und schwer ist hier wörtlich zu nehmen. Die Kantbank bringt es auf 450 Tonnen Eigengewicht und entfaltet eine Presskraft von 2600 Tonnen. Um allein ihren Energiehunger zu stillen, musste eine neue Trafostation gebaut werden. Ständig hat Bernd Mudersbach in den Familienbetrieb investiert, den er so übernahm. Ich habe den Betrieb 1986 übernommen, war hier alleiniger Angestellter die ersten 6 Wochen und habe das dann so peu à peu halt eben ausgebaut. So wurde aus dem Ein-Mann-Betrieb ein weltweit exportierender Spezialist. In dieser Zeit wurde die Hallenfläche ständig erweitert, um auch solchen Giganten wie dieser Walze Platz zu schaffen. Doch die Investition hat sich gelohnt, denn die Auftragslage ist... Ist sehr gut. Sehr gut. Die letzten 4 Jahre schon, kann man sagen. Aber die letzten 2 Jahre ist extrem gut. Also wir haben zurzeit Vorlaufzeiten, die sind uns völlig ungewohnt. Wir haben teilweise Aufträge im Haus für Ende 2009. Die gute Nachfrage hat ihren Grund. Die Westerwälder halten für die weltweit eingehenden Kundenaufträge nicht nur einen modernen Maschinenpark bereit, sondern setzen auch auf hochqualifiziertes Personal. Einer der 36 Mitarbeiter ist Viktor Salzseiler, der momentan auf dem Weg zum Meisterbrief ist. So drückt er die Schulbank, packt aber auch im Betrieb mit an. Hier beim Spezialschweißen von Rohren für die chemische Industrie, die besonders widerstandsfähig sein müssen. Also die Arbeit ist eigentlich abwechslungsreich. Ich mache unterschiedliche von Zuschnitten bis Walzen, Fertigen. Die Hauptaufgabe besteht eigentlich im Schweißen. Da ich Schweißer gelernt habe, überwiegend mache ich das hier an einem OP-Automat. Die Arbeit im Betrieb ist eine Sache, das Büffeln in Formelbüchern und Materialsammlungen eine andere. Ihr meisterliches Wissen holen sich die Metallbauer um Viktor Salzseiler im Meistervorbereitungskurs der Handwerkskammer Koblenz. In 3 Wochen ist Prüfung. Konkrete Pläne mit dem Meisterbrief in der Tasche und Motive, ihn abzulegen, sind durchaus vorhanden. Höhere Qualifikation, weniger körperlich arbeiten, mehr Geld verdienen, ne? Eventuelle Selbstständigkeit. Ja, ich werde wahrscheinlich in der Firma bleiben, wo ich jetzt bin. Und hauptsächlich bin ich dann für die Lehrlingsausbildung zuständig. Ja, ich war 18 Jahre in der Industrie als Stahlbeschlosser tätig und habe vor 2 Jahren die Firma gewechselt, bin dann in ein Kleinunternehmen, eigentlich auch Industrieunternehmen, aber mit Bereich Handwerk. Und wir machen einen Blechbau dazu und ich bin ziemlich sicher, dass ich die Firma übernehme. Und in ein paar Jahren hoffe ich mal, dass ich mal selbstständig werden mit ein paar Kollegen noch. Das ist eigentlich der Hauptgrund des Meisterbriefes. Nicht nur den Weg zum Meisterbrief gestaltet die Handwerkskammer zusammen mit den jungen Handwerkern. Kostenlose Beratung und Service stehen ihnen auch als künftige Betriebsinhaber zur Verfügung. Für HWK-Ausbilder Manfred Krull die letzte Meisterklasse, die er fit macht. Nach 34 Jahren Unterricht klingelt in wenigen Wochen für ihn zum letzten Mal die Schulglocke. Und dann geht er in den verdienten Ruhestand. Perspektiven mit dem Meisterbrief und die Meistermacher bei der Handwerkskammer Koblenz. Infos über die nächsten Meistervorbereitungskurse gibt es im Internet unter www.hwk-koblenz.de oder telefonisch 0261 398 415. Um Meister, Menschen und Metall aus vergangener Zeit geht es auch beim aktuellen Tipp in dieser Woche. Die HWK-Galerie Herstein lädt zur Ausstellung Mokume Ghana ein.
Zu sehen sind zahlreiche Objekte, entstanden in traditioneller japanischer Schmiedekunst. Um Tradition, Handwerk und wahre Visionen geht es in der kommenden Woche bei HWK-TV. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungstour beim ganz und gar ungewöhnlichen Schlossbau zu Dietz.